Willkommen zu einer weiteren Folge Fußballmanager 23 beim 1. FC Köln. Wir konnten zuletzt das Spiel gegen Augsburg 1-0 gewinnen, sind dadurch auf den 12. Tabellenplatz geklettert. Wir haben uns quasi erstmal unten rausgespielt, aber erstmal gucken, wie es weitergeht. Als nächstes spielen wir gegen den FSV Mainz 05. Das Ganze wird im Textmodus stattfinden. So. Dann gucken wir mal, was heute ansteht. Erstmal gucken nach Nachrichten. Neue Jugendspieler entdeckt. Wir gucken uns den erstmal an. Mit Thies Kullmann. Ein Stürmer ist das. Müssen wir mal gucken, was das für einer ist. Zwei-Sterne-Talent können wir nicht gebrauchen. Der kann gleich wieder nach Hause gehen. So, ab nach Hause mit dir. Brauchen wir nicht. Mannschaft der Woche. Benno Schmitz. Schmitzbiller, das ist gut. Dann gehen wir eine Runde golfen. Let's go. So. Gucken, wann die Geburtstag hat. Am 4.2. haben wir noch ein bisschen Zeit. Okay. Das ist ja gut. Und let's go. So, ab in die Trainingswoche mit euch. Haben wir eine spielfreie Woche diese Woche. Das ist ja gut. Das ist nicht schlecht. Da kann ich sich ein bisschen ausruhen. Jugendspiel. Entdeckt Giuseppe Dello Rosso. Okay. Hat er gut gemacht. Internationale Nominierungen. Ist Skiri Nationalspieler? Der Rest keine Nationalspieler. Ich hoffe, das ändert sich jetzt mal die nächsten Wochen. Werden wir ja dann sehen. Alemannia Aachen hat gegen uns 2-0 gewonnen. Schade. Die Reserve hat verloren also. Ist nun mal so. Dann gehen wir eine Runde golfen. Let's go. Und weiter geht's. Jonas Hector hat sich leider verletzt. Die sind nicht so zufrieden. Ja, dann überlegen wir mit. Wir hätten eine Blutauffrischung benötigt. Ja. Sie machen alles richtig. Es wird zu wenig rotiert. Ja, ganz ruhig. Was sollen die ein... Jemine. Was sollen die Einwechselspieler in der paar Minuten einen rausrichten? Ja, ist nun mal so. Mal gucken. Ja, wie gesagt, wir sind 12 da. Haben aber noch ein Torverhältnis von minus 3. Eine Tordifferenz sag ich mal von minus 3. Das ist nicht so gut. Aber ich hoffe, das bessert sich jetzt auch bald. Hector ist leider noch verletzt. So, dann wollen wir mal den Paul Krug angucken. Paul Krug, gucken wir uns mal an. Paul Krug ist keine große Leuchte, also darf der nach Hause gehen. Und auf Wiedersehen, Junge. Jonas Hector ist verletzt, ist glaube ich 2 Wochen oder was verletzt. Ne, 5 Wochen ist er verletzt. Na gut. Bereit zur Markteinführung. Bochum hat Interesse an mir, ich über nicht an Bochum. Übereifriger Masseur bei. Amuzu, okay. Der ist jetzt stärker, der ist auch stärker, das ist gut. Internationale Nominierungen, da haben wir ein paar Nationalspieler. Skiri, Ljubicic, Duda, Kainz und Olesen. Okay. Okay. Okay, daukai.
Wie viel Geld haben wir? 40 Millionen Bargeld. 15 Millionen für Baukosten. 25 Millionen, da können wir noch von ein sonstiges 25, 20 Millionen von sonstiges auf Baukosten ziehen. Machen wir das mal. Verein, Finanzstatus, Budgetverwaltung. Hier 20 Millionen runter. Okay. Sechs Millionen runter. Hier 6 Millionen drauf. Dann noch 13 Millionen runter. Millionen runter. 5 Millionen rauf. Jungs, Burschis. Meine Güte. Noch 8 Millionen runter. Komma 5 Millionen runter. Noch 3,5 Millionen runter. Sitz passt, wackeln und hat Luft. Das sieht sehr gut aus, Jungs. 40 Millionen, das passt. Eigentlich ganz 44 Millionen, ne? 6 sind 11 Millionen. 34, 44, ja, müssen wir noch 5 Millionen runternehmen. So muss das sein. Dann sind wir bei 40 Millionen, passt. Ich will nicht mehr ausgeben können, als ich habe. Ich meine, ich verballere das Spiel sowieso, das Geld sowieso nicht komplett, aber man weiß es nicht. Man weiß es leider nicht. So, wir haben jetzt den im November, im Dezember, also in der Winterpause werde ich meinen Vertrag verlängern. So, dann gehen wir mal hier gucken, was hier abgeht. Was hier so abgeht. Da ist alles gesagt. Halt, wir haben hier. Nein, haben wir nicht. Okay. Zweite Mannschaft. Haben wir auch alles erzählt? Ne, hier haben wir noch lange nicht alles erzählt. Du gibst im Training alles, mein Freund. Du kannst dir im Training alles geben. Du wirst körperlich stärker werden. Mein Freund, Urweg muss den körperlich stärker werden. Zinio muss auch stärker werden. Schindler muss stärker werden. Okay, das war's dann. Längs kommt dann nächste Woche dran. Am Freitag. So, hier eine Runde golfen. Was hat die sich gekauft? Exklusive Zutaten, ja, für 130 Euro, naja, immerhin. Wir haben ja 683.000 plus, dann kann sich da auch für 100 für 30 Euro ein paar Zutaten kaufen. Weiter geht's. Ab in die neue Trainingswoche mit euch, Jungs. Internationale Nominierungen. Ausbau abgeschlossen, Bauhof. Ja, dann machen wir weiter mit dem Bauhof. Vereinsmuseum ist in 36 Tagen fertig.
Okay, mein Freund. Überzeugt im Training, das ist schön für ihn. Internationale Nominierungen. Ja, wissen wir ja alles. Das kennen wir. Okay. Und weiter geht's. Jugendspielerisch Trainingsziel. Das ist schön für euch. Das ist auch schön. Scouting wurde abgeschlossen gegen Mainz. Das ist sehr gut, mein Junge. Jetzt machen wir erstmal einen auf die Große. Wir gehen eine Runde golfen. Und dann geht's ab ins Textmodus-Spiel gegen Mainz 05. Wir spielen auf Konter. Und dann gucken wir mal, was passiert. Wir gehen voll drauf. Das war gut gehalten. Collins ist leider verletzt, dann kommt er gleich mal raus. Also haben wir Timo Hübers kommt rein, okay. Übers Tor geschossen, das ist in Ordnung. Der wird angefeuert. Was sollen sie mal machen? Aber nichts passiert. Auch nichts passiert. Jetzt meint's wieder dran, aber nichts passiert. Nachspielzeit 1 Minute. Einmal Lattentreffer. Okay, 0-0 zur Halbzeit, keine gelbe Karte, das ist gut. Und dann müssen wir ein bisschen was massieren. Einmal er hier und einmal er hier. Der Rest wird so weitergemacht. Es wird voll konzentriert gespielt. Einmal Pfostentreffer von den Mainzern. Wir sind jetzt hoch konzentriert. Und 1-0 für uns. Durch Lämperle. Ecke für uns. Aber leider vorbei. Stefan Bell kriegt die gelbe Karte.
So, weiter jetzt, letzten 10 Minuten. Bin immer voll drauf gegangen. Und 1 zu 1. Das war mir wieder so klar, dass wir wieder einen reinkriegen. Wir nehmen mal das Konterspiel raus. Und gehen auf volle Attacke in den letzten paar Minuten. Vielleicht hilft es ja was. Oder auch nicht. Sind die schon wieder dran? Nachspielzeit 1 Minute und Ende 1 zu 1 gespielt, aber nicht gut, aber Hauptsache nicht verloren, das ist das Wichtige. Okay, Jungs. Wir sind 10. jetzt. Kann man nicht meckern. So, das war's dann wieder für heute. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Wir sehen uns morgen wieder zum Spiel gegen Viborg in der Conference League. Bis morgen dann. Ciao, ciao.